Headset. Hallo, hallo. Da kann man nicht besetzen. So, gehen wir den Haupteingang. Das hat ungefähr 18 Quadratmeter Größe. Die werden jeder ein Bett, jeder ein Kleiderschrank und ein Tisch und Stuhl und so weiter bekommen. Und die Jungen sind die alle drin? Ja. So, hier befinden wir uns im Büro des Projektes. Das heißt, hier wird ein Arbeitstisch sein, die Person wird hier sitzen, die Leiterin oder diensthabende Person. So kann er jeden, der reinkommt, sehen, aber auch empfangen und kann selbst durch diese Türe zum Heim. Es wird auch ein Bett geben für die Nachtwache, falls jemand hier vom Personal schlafen will. Das ist gut. Das ist schon bestimmt. Ja. Die Geometrie ist auch schön, groß genug. So, wir haben hier Technikraum. Das ist der Hauswirtschaftsraum und die technische Zentrale. Das heißt Elektroübergabepunkt, Heizungszentrale und hier Wasseranschlüsse für Waschmaschine und Trockner. Und das wird auch ein bisschen Lager sein. Wenn die können, die Aufgärung, so wie der, wer hat das gemacht? Nein, hier die äußere Ecke. Die äußere, genau. Hier die äußere Ecke. So wie die äußeren Ecken müssen die sein. Auch mit gleichen Ecken, also keine Fensterwand mit 3 cm Stärke. Wir können dann hier auch mit Gärungsecke arbeiten. Das heißt umlaufend eine Außenecke. Fast geil, oder? Also hier wie Außenecke. Außenecke. Hier ist, wir haben zwar entweder so eine Fensterbank wie im Zimmer, aber bündig. Dann 3 cm sehen wir. 3 cm. Oder wir können aber gleich die Außenecke hier auch fortsetzen. Das kann man hier auch machen. Also 60 mal 40. Also
wenn wir hier, wie gesagt, 50 machen, 50 machen, dann haben wir jeweils 6 oder hier können wir 8 machen und hier bleibt noch. Ah, mit Naturstein. Ja, mit Naturstein. Ja. Und dann wir können von hier bis hier 38er machen und hier haben wir noch genug. Diese gefallen mir sehr. Die sind, und wie breit sind die? Okay, dann nehmen wir die 50 sauberes Innenmaß. Okay, können wir damit geben. Ja. Okay, einverstanden. Dann sage ich dem Tonner ja. Genau, dann muss er ganz schnell. Thank you.